Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video teste ich für euch das Haarwachs Da Wax von Da Dude. Ja Leute, als allererstes mal sorry, dass es so lange keine Video mehr von mir gab und respektive zum Thema Haarstyling. Aber ich war in der letzten Zeit echt viel unterwegs in Deutschland, hatte einige Termine, einige Castings und einige Fotoshootings. Und da habe ich einfach leider keine Zeit gefunden, Videos zu machen. Aber nichtsdestotrotz, es geht jetzt weiter mit Vollgas. So, und falls du jetzt aktuell neu auf meinem Kanal bist, das ist super, ja. dann kannst du auch gerne auf Abonnieren klicken. Ich würde mich freuen, wenn du Teil meiner Community wirst. Und ich habe auch Instagram, falls du mir auf Instagram folgen möchtest, freue ich mich darüber sehr, sehr dolle. So, starten wir jetzt mit einem lang ersehnten Video von euch. Denn viele Leute haben mir Messages geschrieben und haben meine Videos auch kommentiert und haben geschrieben, hey Daniel, wie sieht es mit der Wax von Da Dude aus? Kannst du das mal testen oder kannst du es mal vergleichen zu einem anderen Haarwachs? Und aus dem Grund gibt es jetzt endlich das lang ersehnte Video von euch. An dieser Stelle kommt jetzt eigentlich immer meine Erklärung, wie ich mir mit dem Produkt meine Haare gestylt habe. Das gibt es an dieser Stelle jetzt nicht. Warum? Weil ich bis dato immer noch keine Routine irgendwie gefunden habe, wie ich mir mit der Wax von Da Dude meine Haare style. Es war echt schwierig für mich, irgendwie so eine Routine zu finden. Ich habe ganz, ganz viele verschiedene Dinge ausprobiert. Ich habe es zum Beispiel in feuchtes Haar reingemacht. Ja? Ich habe es zum Beispiel in komplett nasses Haar reingemacht. Ich habe mir vorher meine Haare geföhnt und gekämmt und dann das da reingemacht. Ich habe es auch in geglättetes Haar reingemacht. Ich habe es wirklich in vielen verschiedenen Situationen getestet. Ich habe es auch sogar vermischt. Ich habe auch einen Pre-Styler verwendet, damit meine Haare gestylt und anschließend dann Da Wax reingemacht. Also ich habe wirklich zigtausend verschiedene Varianten ausprobiert. Und heute habe ich es zum Beispiel auch so gemacht, dass ich Da Wax in meine Haare reingemacht habe und dann einen Kamm genommen habe und dann, wie man vielleicht auch sehen kann, den Kamm ein bisschen benutzt, ein bisschen die Seiten gemacht und meine Haare ein bisschen gestylt, ein bisschen locker gemacht und so habe ich dann heute meine Haare mit der Wax gemacht. Ich habe aktuell natürlich ein paar Probleme beim Haarestylen, weil ich aktuell meine Haare lang wachsen lasse. Nichtsdestotrotz kommen wir zum Produkt Da Wax von Da Dude. Ja, da ich euch nicht so viel zeigen kann, wie ich meine Haare gestylt habe, sondern nur zigtausend Sachen ausprobiert habe und keine richtige Routine gefunden habe, erkläre ich euch auch ein bisschen was zu dem Produkt. Da Wax von Da Dude kommt in folgender Verpackung in einer, ja, wie soll ich sagen, in so einem Jutebeutel und finde ich eigentlich ganz cool. Und in diesem Jutebeutel steckt dann nicht nur das Produkt an sich, sondern auch ein kleines Kärtchen, wo drauf steht, okay, wie man das Produkt verwenden sollte, was man machen sollte, Step by Step, dass man nicht so viel verwenden sollte, als auch noch einen kleinen Brief von der Gründerin. Ich finde, das hätten sie sich stecken lassen können, also diesen Brief, weil das sieht ein bisschen billo aus, muss ich persönlich gestehen. Aber gut, das Produkt kommt aus Schweden. Es wurde hergestellt von einer Friseurin. So viel sei gesagt. Beim Styling hatte ich echt Probleme mit der Portionierung. Ja? Die Portionierung des Produktes war echt nicht einfach, weil es steht auch in der Beschreibung drin, dass man nicht so viel verwenden darf. Allerdings, ich habe es einfach nie hingekriegt, diese richtige Menge zu nehmen. Und auch während des Stylings, ja, wenn ich meine Haare mit der Wax gestylt habe, egal wenn ich es reingemacht habe, dann hatte ich immer Schwierigkeiten, meine Haare in gewisse Positionen zu bekommen, weil es so schnell verklebt und so schnell hart ist. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, es ist natürlich auch meinen Haaren aktuell geschuldet. Ich habe sehr dickes Haar und auch aktuell sehr viele Haare. Deshalb ist es mit dem Haarwachs sowieso generell aktuell schwierig, meine Haare zu stylen. Aber für diejenigen da draußen, die zum Beispiel kurze Haare haben und auch sehr dünnes Haar haben, den kann ich auf jeden Fall empfehlen, mal Da Wax von Da Dude auszuprobieren. Das ist an dieser Stelle für die Leute auf jeden Fall kein schlechtes Produkt. So, und bevor ich jetzt anfange, irgendwie das Produkt schon zu bewerten, kommen wir doch einfach mal zur Bewertung. Starten wir mit dem Geruch des Produktes. So, ich rieche noch mal ein bisschen und es riecht, wie ich finde, ganz gut. Es riecht so ein bisschen zitronig. Ja, so ein bisschen zitronig. Weiter will ich das gar nicht ausschmücken. Ist ein bisschen schwierig, das zu in Worte zu fassen, wie das Ganze riecht. Aber meiner Meinung nach riecht es ganz gut und ich würde da 3,5 von 5 Punkten vergeben. Im Vergleich zu den Billo-Drogerie-Markt-Wachsen finde ich das auf jeden Fall gut. Deshalb 3,5 von 5 Punkten. Kommen wir zur Anwendung des Produktes.
Ja, ich habe es leider irgendwie nicht geschafft, so eine Routine zu finden mit dem Produkt und ich weiß gar nicht, woran es gelegen hat. Also es war für mich echt schwierig, meine Haare mit dem Produkt zu stylen. Wie gesagt, das liegt jetzt nicht unbedingt zu 100% an dem Produkt, das liegt auch aktuell an meiner Haarlänge und an meiner Haardichte. Allerdings ist es echt schwierig, die Masse oder die vernünftige Portion für deine Haarlänge zu finden. Denn das ist wirklich sehr, sehr, wie soll ich sagen, es ist ja eine cremige weiße Paste, aber die härtet sehr schnell ein und auch die Haare dann in Position zu bekommen, ist nicht so ganz einfach. Also da bietet sich es auf jeden Fall an, mal eine Bürste oder einen Kamm zu nehmen und dann so seine Haare in Position zu bekommen und dann anschließend vielleicht ein bisschen aufzulockern. Aber das ist echt an der Stelle mit der Anwendung, boah, da würde ich auf jeden Fall keine volle Punktzahl geben, sondern maximal 2,5 von 5 Punkte, weil es hat mir an dieser Stelle echt nicht gut gefallen. So, kommen wir zum Halt des Produktes. So, jetzt habe ich schon wieder ein Grinsen auf den Wangen, denn der Halt, finde ich, ist echt gut. Fast sogar schon sehr gut, aber ich bin immer ein bisschen pingelig, wenn man sehr gut sagt. Aber auf jeden Fall guter Halt, 4 von 5 Punkten, definitiv. Es kommt natürlich auch hier wieder darauf an, wie lang deine Haare sind. Bei mir hat es fast über den ganzen Tag gehalten, obwohl ich längere Haare habe. Ich habe dann auch echt ein bisschen mehr reingeschmiert, muss ich ehrlich gestehen, sieht man ja auch an der Frise. Ja. Aber der Halt ist echt top, was anderes kann ich dazu nicht sagen. Kommen wir zur Auswaschbarkeit des Produktes. Generell muss ich dazu gestehen, dass ich auch noch ein bisschen Haarspray verwendet habe, aber das Produkt lässt sich eigentlich ganz okay auswaschen aus den Haaren, deshalb gibt es an dieser Stelle 3,5 von 5 Punkten von mir. Man muss das Produkt aber nicht in Kombination mit Haarspray verwenden, gerade wenn man kurze oder dünne Haare hat, dann hält das Produkt ganz sicher auch so und dann ist es mit der Auswaschbarkeit wahrscheinlich noch einen Tick leichter. Der Preis ist heiß und das bleibt er auch. So, auch hier beim Da Wax von The Dude. Das Produkt kostet bei Amazon 22 Euro. Ich packe den Link zu dem Produkt auch in die Infobox rein. Also falls ihr das Produkt mal testen möchtet, könnt ihr das direkt bei Amazon bestellen. 22 Euro und ich muss sagen, das ist ein fairer Preis, denn ihr bekommt ein gutes Produkt, von dem ihr auch gar nicht so viel braucht. Ja? Also wenn ihr diesen Pot da kauft und ein Weilchen habt, vor allem wenn ihr kurze Haare habt, dann kommt ihr da echt eine Zeit lang mit hin. Das finde ich halt bei diesen qualitativ hochwertigen, sagen wir mal hochwertigeren Produkten ganz gut, weil man braucht nicht so viel davon und die sind echt so gut, dass es auch hält. Und wenn man jetzt ein Drogeriemarktprodukt nimmt, ja, da braucht man meistens immer mehr Zeug von und das geht auch relativ schnell leer, das Ganze. Aber hier kann ich euch versprechen, da braucht ihr nicht ganz so viel von und mit diesem Pot kommt ihr auf jeden Fall etwas länger hin. Und aus dem Grund gibt es von mir an dieser Stelle 4 von 5 Punkten für den Preis, also gut. Kommen wir zum Gesamtrating. Ist auf jeden Fall ein gutes Ergebnis für The Wax von The Dude. Es ist jetzt nicht das, was ich erwartet habe, ich weiß gar nicht, was ich erwartet habe, aber viele Leute haben ja gesagt, wow, das wächst überhaupt und es wird auch krass gehypt im Internet und es gibt auch super viele gute Bewertungen bei Amazon und sehr gute Bewertungen bei Amazon. Deshalb hatte ich so ein bisschen gedacht, so wow, was kommt mir jetzt an und was erwartet mich da? Also es muss auf jeden Fall was sehr Gutes sein. Es ist auch was Gutes, ja, es ist auf jeden Fall ein gutes Produkt, allerdings sehr gut, da sind wir noch ein bisschen von entfernt. Aber Leute, es kommt natürlich ganz drauf an, welcher Haartyp und was für Haare du hast bei diesem Produkt. Bei mir ist es aktuell so, wie ich eben auch schon erwähnt habe, ich kann das Produkt nicht zu 100% bei meinem Haartyp und bei meiner Haarlänge empfehlen. Wenn du kürzere Haare hast und auch vielleicht etwas dünnere Haare, dann kann ich dir schon mal sagen, dann wirst du auf jeden Fall nicht unglücklich werden mit dem Produkt. Also da kann ich das Produkt auf jeden Fall empfehlen. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, ja, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr zum Beispiel von mir sehen möchtet, welche Produkte ich testen soll. Denn wie ihr seht, also ich gehe auf jeden Fall auf eure Kommentare ein und teste die Produkte, die ihr getestet haben wollt. Wenn ihr möchtet, ja, werdet auch gerne Teil meiner YouTube-Community. Ich würde mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest. Klick auch gerne die Glocke an, dann wirst du immer benachrichtigt, wenn es ein neues Video von mir gibt. Den Link zum Produkt findest du in der Infobox, wie immer. Und ja, ich würde sagen, bis dahin, macht's gut. Adios, amigos.